Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich bin froh, dass ich es pünktlich geschafft hatte. Erst hatte mein Zug, habe ich meinen Zug in Hamburg nicht gekriegt und dann bin ich hier auch noch ein bisschen falsch abgebogen, so dass das alles kurz auf knapp wurde. Aber ich bin ja jetzt da und es kann losgehen. Bei derartigen Dingen, wo viel Geld im Spiel ist, sollte man auch Interessenskonflikte offenlegen. Ich habe zunächst einmal keine. Die Studien, die ich vorstelle, wurden bezahlt oder gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der DRK Gesundheit, also die eigenen Studien. Und natürlich muss man sagen, auch diese Organisationen haben Interessenkonflikte. Also niemand ist frei von ihnen, aber eben nicht von der Industrie. Ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Sendung gesehen haben. Die kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Eigentlich könnten wir sie jetzt ablaufen lassen und ich müsste gar nicht sprechen. Da ist wirklich alles auch total richtig auf den Punkt gebracht. Sie finden die Sendung in der Mediathek und sie ist wirklich ausgezeichnet. Ja, es gibt ein Public Health Problem, das ist die E-Zigarettenepidemie in England und in Deutschland. Und diese Zahlen sind gerade gestern veröffentlicht worden. Im Lancet, das ist wirklich eins der ganz, ganz großen Medizin-Journals. Und was Sie hier sehen, sind die Nutzung von Einweg-E-Zigaretten in England in verschiedenen Altersgruppen. Dieser grünliche Bereich, das sind die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24. Und was man sagen kann, current ist also im letzten Monat, in den letzten 4 Wochen. Und B, daily ist eben halt täglich. Und Sie sehen, für beides geht das eben durch die Decke. Noch interessanter ist allerdings diese Abbildung, also 3 Altersgruppen. Und man kann sagen, der langjährige Trend in England ist gestoppt, beziehungsweise er ist umgedreht. Wenn man die Variable bildet, wie Sie es hier gemacht haben, inhalierter Nikotin, also bestehend eben aus E-Zigaretten und Tabakzigaretten, gibt es in allen 3 Altersgruppen ein Plus. Was man bei den jungen Menschen sieht, da gibt es eben ein ganz starkes Plus der E-Zigarette, ein Abfallen eben der Tabakzigarette, aber insgesamt eben halt ein Anstieg. Hier sehen Sie auch den Anstieg. Und bei den 45-Jährigen und Älteren, da gibt es sogar einen Anstieg der Tabakzigarettennutzung. Also, ich sage mal so, das ist der Sargnagel für die Harm Reduction Strategie in England. Wenn die nämlich so aussieht, dass am Ende des Tages alle mehr konsumieren als weniger, dann kann ich mir nicht die Sinnhaftigkeit dieser Strategie vorstellen. Aber das können wir gerne diskutieren. Ich möchte auf ein paar Daten hinweisen, die erste Hinweise darauf geben, dass das bei uns möglicherweise auch so sein könnte oder zumindest bei jungen Menschen wir einen problematischen Konsum und Trend auch beobachten. Meine Kollegin und ich haben den Präventionsradar seit 2016. Das ist eine große Befragung von Schülerinnen und Schülern. Und auch, das freut uns sehr, von den 107 Schulen, die jetzt in der letzten Erhebung, also 23, 24 teilgenommen haben, auch 8 Berliner Schulen mit die Berliner Schulen, dann 104 Klassen und 1800 Schülerinnen und Schüler. Und das ist der Trend. Also sind 117.000 Datensätze seit 2016, 2017 bis jetzt. Das mittlere Alter sind sehr, sehr junge. Wenn ich also das noch aufsplitten würde in die älteren Altersgruppe, würde das eben von der Höhe eben noch ganz anders aussehen. Aber egal, ob ich mir jetzt die Lebenszeit oder die Monatsprävalenz angucke, schauen Sie auf das Blaue. Das sind die E-Zigaretten. Die haben signifikant zugenommen und es ist die häufigste Konsumform im Jugendalter. Ja. Shisha ist kontinuierlich runtergegangen. Es gab kurzzeitig einen Knick in der Pandemiephase, dann wieder einen Anstieg. Aber was man jetzt eben halt sieht, es gibt insgesamt einen Anstieg, der vor allen Dingen eben auf die E-Zigaretten zurückzuführen wird. Ja, 2 Mythen der E-Zigarette wurden in diesem Jahr entzaubert. Das ist zunächst einmal E-Zigaretten und Gesundheit. Da ist die positive Nachricht, es besteht Einigkeit in der Wissenschaft, E-Zigaretten sind kein harmloses Produkt. Public Health England war aber sehr forsch und hat gemeint, also die sind 95% weniger gefahrvoll als Tabakzigaretten. Woher kommt eigentlich diese Vermutung und diese Behauptung, sage ich mal, eigentlich aus diesem Artikel, der 2014, also genau vor 10 Jahren veröffentlicht worden ist? Da wurden nicht empirische Daten miteinander verglichen, sondern 12 Personen haben sich an einen Tisch gesetzt und
Nikotinprodukte hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit eingeschätzt. Zwei hatten Verbindungen zur E-Zigarettenindustrie, einer hat sie nicht offengelegt. Und die Autoren sagen selber, es ist eine Einschränkung dieser Studie, es ist fehlen jeglicher harter Evidenz für die Schäden der meisten Produkte, für die meisten Kriterien. Und deshalb wurde das immer wieder auch als invalide zurückgewiesen, hat sich aber verstetigt in den Medien, in der Werbung. Die Industrie hat auf Plakaten bis vor kurzem eben mit dieser 95% weniger schädlich oder weniger Gefahrstoffe, Inhaltsstoffe geworben. Aber ich will die durchaus in Schutz nehmen, wenn man hier mal schaut, was hatten wir eigentlich an Wissen 2013, als sie sich getroffen hatten, 2014 dann der Artikel veröffentlicht. Da sehen Sie so in PubMed, also so ein Nachschlagewerk digital, Suchbegriff E-Zigaretten. Bis dahin gab es einfach auch nicht viel. Und jetzt ist es so, dass eben jedes Jahr also das sprunghaft eben halt ansteigt und wir pro Jahr über 1500 bis knapp unter 2000 Publikationen dazu haben. Die behandeln nicht alle gesundheitlichen Aspekte, aber doch ein größerer Teil. Und jetzt im Februar diesen Jahres ist diese Untersuchung, die ganz, ganz wesentlich ist, erschienen. Das ist nämlich eine Meta-Analyse. Meta-Analyse ist die Zusammenfassung von vielen einzelnen Untersuchungen. Und was hat man da gemacht? Man hat also, wenn 5 Studien zu einer Krankheit identifiziert wurden, dann hat man die zusammengefasst. Und man hat Schätzgrößen, so ein Chancenverhältnis gebildet von insgesamt 107 Studien. Und das ist das Ergebnis. Die aktuelle Evidenz, also vorher waren es einfach Schätzungen von 12 Personen, jetzt sind es Untersuchungen am Menschen. E-Zigaretten weisen bei einigen Erkrankungen, kardiovaskuläre, Schlaganfall, metabolisches Syndrom oder Diabetes, können Sie auch sagen, ein ähnliches Krankheitsrisiko wie Zigaretten auf. Und bei anderen Asthma, COPD, Oralerkrankungen sind sie fast genauso riskant wie Zigaretten. Also von den 95% weit gefehlt, die haben wir nicht, sie unterscheiden sich kaum. Über 50% der E-Zigarettennutzer rauchen weiterhin Tabak. Die betreiben also Dual-Use. Die mit dem Dual-Use verbundenen Risiken sind durchweg höher als die des alleinigen Rauchens. Für alle Erkrankungen. Ja? Signifikant für alle Erkrankungen, die ich hier aufgeführt habe. Nun kann man sagen, ist ja kein Problem bei uns. Doch, ist ein Problem. Sie hatten ja den epidemiologischen Suchtsurvey angesprochen. Hier sieht man nochmal die Zahlen. Also in der letzten Erhebung 2021 knapp 53% Dual-User in Deutschland. Also E-Zigarettenkonsumenten, die zusätzlich eben noch weiterhin Tabakzigaretten kaufen. Jetzt kommt immer das Argument, ja, die reduzieren ja. Ja. Die E-Zigarettennutzer, die da. Und das ist nicht ganz so einfach, insbesondere wenn man sich das Ergebnis Gesundheit anguckt. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Und da ist es so, wieder so eine Meta-Analyse mit 19 Studien jetzt, eine erhebliche Reduzierung des Rauchens, also über 50% weniger. Rauche ich eine Schachtel am Tag 20, dann eben 10 oder weniger, kann das Lungenkrebsrisiko senken. Okay. Es gibt eine uneinheitliche Ergebnis in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber keine signifikanten Unterschiede bei der Gesamtmortalität, also der Gesamtsterberate, dem Gesamtkrebsrisiko und dem Rauch- und tabakspezifischen Krebsrisiko. Also das Reduzieren können wir nach wissenschaftlichen Erkenntnissen derzeit eben so nicht als gewinnbringend, als vielleicht als Strategie, für den, um einen Rauchstopp einzuleiten, okay, aber man kann nicht beruhigt den Leuten sagen, ach, wenn sie nur 5 Zigaretten rauchen, dann können sie das die nächsten 20 Jahre auch weiterhin machen. Das ist nicht richtig. Ja, der zweite Mythos ist, E-Zigaretten helfen abhängigen Rauchern. Und da gibt es ja Cochrane, das ist so der Olymp der Wissenschaft, gibt es also für alle möglichen Dinge zum Rauchen eben so Meta-Analysen und mehrere eben auch zu, oder zwei insgesamt, die laufend aktualisiert werden, auch zu den E-Zigaretten. Und das Hauptergebnis jetzt dieser letzten ist, die wirksamsten Interventionen waren nikotinhaltige E-Zigaretten und dann Medikamente sowie die Kombination von Nikotinersatzprodukten. Okay, das ist nur die halbe Wahrheit. Warum ist das nur die halbe Wahrheit? Jetzt wieder eine ganz aktuelle Untersuchung aus dem New England Journal of Medicine. Und die Fragestellung war die,
Was passiert, wenn man Zigarettenraucher kostenlos mit nikotinhaltigen E-Zigaretten versorgt, im Vergleich zu Rauchern, die einen Gutschein erhalten, den sie für jeden Zweck einschließlich einer Nikotinersatztherapie einsetzen können? Also ich fand die Fragestellung schon ein bisschen komisch. Ja? Wenn ich jetzt einen Gutschein bekomme und kann mit meiner Frau dafür ins Kino gehen, hat das irgendwie mit dem Rauchen wenig zu tun. Aber dahingestellt, das war jetzt so die Fragestellung. Und das ist dann das Outcome. Stopp der Tabakzigaretten. Und das sind gigantische Werte, die ich noch nie in meinem ganzen Leben, und ich beschäftige mich über 30 Jahre mit dieser Fragestellung, gesehen habe. Nämlich 60% Rauchstopp bei freien E-Zigaretten und auch in der Kontrolle, also bei diesen Vouchers, die man bekommen hat, 39%. Das ist über allem, was ich weiß. Ich weiß, dass viele, viele Studien die Schlussfolgerung nahelegen, der Rückfall ist leider die Regel und nicht die Ausnahme. Und hier ist das offensichtlich sehr gut gelungen. Lassen wir das mal so stehen, das spricht natürlich absolut eben erstmal für die E-Zigaretten. Also, das ist pro E-Zigarette. Ja, wenn man das dann aber sich genauer arbeitet, das sind die Umsteiger, die dann nur noch in Anführungsstrichen E-Zigaretten weiter konsumieren. Das spricht gegen die E-Zigarette, weil wir gesehen haben, dass die E-Zigaretten ja nicht risikofrei sind. Der Dual-Use ist 6-mal höher. 3% in der Gutscheingruppe und 18% in der E-Zigarettengruppe. Das spricht nochmal ganz stark gegen die E-Zigarette. Und dieses, wir sind ja hier bei einem Personenkreis, die sich für Sucht interessieren, ist natürlich der Hammer. Ja? Also Nikotin suchtfrei zu leben, in der E-Zigarettengruppe 11%, aber in der Vouchergruppe 3-mal mehr, 36%. Also der Herr Windisch, Vorsitzender der Deutschen Lungenärzte, der hat gesagt, also E-Zigaretten verfestigen die Sucht. Und das sieht man hier. Ja, eine andere Geschichte ist, sind die E-Zigaretten in irgendeiner Form eine Gefahr für Jugendliche? Und da gibt es die sogenannte Gateway-Theorie, die von Denise und Eric Kandel auf den Weg gebracht worden ist, insbesondere eben halt von Denise. Ich habe lange nicht verstanden, dass das ein Ehepaar tatsächlich ist. Die haben auch eine interessante Vita, sind Juden, die ursprünglich deutsch-österreichstämmig waren, dann emigriert in die USA, in New York ansässig. Eric hat den Medizinnobelpreis bekommen für psychologisch orientierte Fragestellungen. Aber Denise hat tatsächlich eben diese Gateway-Theorie, und das ist die erste Publikation, sehr prominent in Science. Das ist einfach zunächst einmal nur beschreibend. Also hier bei uns in den Industrienationen ist es so, ich fange als Jugendlicher an mit legalen Produkten und steige dann später um auf illegale Produkte. Also kein Mensch probiert hier als erstes Kokain. Das gibt es bei uns nicht, sondern das sind Tabak und Alkohol. Und man hat dann eben diese Phasen. Und das New England Journal of Medicine wurde 200 Jahre alt und hat das Ehepaar eingeladen, so einen Artikel ihrer Wahl zu publizieren, was auch eigentlich nie vorkommt. Und das ist er, die molekulare Basis für Nikotin als Gateway-Droge. Damit möchte ich Sie nicht langweilen. Das sind Maus- und Tiermodelle und so weiter. Weiß man sehr genau, wie Nikotin da wirkt im Gehirn. Aber in diesem letzten Absatz, in den Implikationen für E-Zigaretten, da haben Sie geschrieben, Sie befürchten doch, dass die E-Zigaretten ein Gateway für das traditionelle Rauchen wieder sein könnte, also der Türöffner. Und das hat sehr viel Forschung initiiert. Und der geschätzte Kollege Sven Schneider aus Mannheim hat einen viel wirklich beachteten und auch zitierten Artikel auf den Weg gebracht und hat hier drei denkbare Übertragungsmechanismen mal vorgeschlagen. Zunächst einmal die Sucht, ja. Physische und psychische Abhängigkeit vom Nikotin. Dann die Erfahrung, es ist eben gleich, ich führe das zum Mund, das Inhalieren ist im Prinzip der gleiche Vorgang. Und dann natürlich die Zugänglichkeit, wo kriegen wir den Stoff eigentlich her? Und da fahren Sie mal an eine Tankstelle beispielsweise oder im Edeka um die Ecke. Ja, beide liegen quasi in der Auslage oder werden eben direkt an der Kasse vermarktet. Wie kann man sowas untersuchen? Mit prospektiven Kohortenstudien. Da hat man einmal die Gegenwart verfolgt, Leute über die Zeit. Das ist so wissenschaftlich Medium, muss man sagen. Also ist nicht High-End, keine randomisierte Studie, aber es ist eben eine sehr wirklichkeitsnahe Studientyp. Und was man braucht nie Raucher.
und dann viele Einflussfaktoren, unter anderem eben auch den E-Zigarettenkonsum. Und man guckt dann, wer von den Jugendlichen fängt dann eben mit den Tabakzigaretten an. Und da gibt es auch wieder eine Meta-Analyse, die stammt nicht von uns, aber zwei Studien von uns, also aus Deutschland, die meine Arbeitsgruppe publiziert hat. Es ist ja immer schön, wenn andere das dann auch aufnehmen und meinen, dass das so gut ist, dass man das auch so veröffentlichen kann. Die sind da eingeflossen und man kann hier sagen, dieser Wert 3 hier unten, das sagt Ihnen nichts, aber Sie können sagen, wer vorher E-Zigaretten konsumiert hat, der hat ein 3-mal so hohes Risiko, später im Beobachtungszeitraum auch zu Tabakzigaretten zu greifen. Gut, jetzt kommt die Frage, ja, jemals geraucht und so, das ist ja doch eigentlich gar nichts gesundheitlich Relevantes und einmaliges Probieren, das muss ja nicht zwangsläufig in die Abhängigkeit führen. Stimmt. Aber die Empirie ist da auch ganz gut aufgestellt. Herr Hayek aus England hat hier so auch so eine Meta-Analyse von mit 200.000 Personen, das sind die Studien. Also das sind Personen, die mal probiert haben und er hat geschaut, irgendwann in ihrem Leben sind das täglich Raucher geworden. Und das ist doch ein satter Prozentsatz, 68%. Also wer einmal eben probiert hat, der hat ein hohes Risiko, dass er dabei bleibt oder das eben auch noch verstärkt. Ja, jetzt kommt natürlich die kritische Frage, weist diese Assoziation eben nicht lediglich auf Jugendliche hin, die ohnehin ein höheres Risiko haben mit dem Rauchenbeginn? Sind das nicht die High-Risk-Kids? Ja, logisch, die kennen Sie ja alle. Die probieren alles, Lachgas und ich weiß nicht, was eben, was angeboten wird. Also früher oder später würden die nicht auch ohne E-Zigarettenerfahrung, also ohne vorherige mit dem Rauchenbeginn. Das ist die Gegenhypothese zu der Gateway-Hypothese, Common Liability. Ich kann es schwer übersetzen, drogenübergreifende Ursachen, weiß ich nicht, vielleicht fällt Ihnen noch was anderes ein. Und das sind die konkurrierenden. Also hier haben wir das Dampfen, führt eben zum Rauchen. Das sagt Schneider über Nikotinerfahrung, Zugänglichkeit und hier Common Liability, genetisch, Persönlichkeit, Intention, rauchendes Umfeld, schwachende Tabakkontrolle und ist eben Ursache für beides, Dampf und Rauchen. So. Und wir haben tatsächlich, auch mein Kollege Morgenstern, eben sehr, sehr viel kontrolliert in unserer Kohorten-Längsschnittstudie, insbesondere Persönlichkeitsfaktoren, so die Big Five haben Sie vielleicht mal gehört und andere eben mehr, unter anderem eben auch Sensation Seeking, das ist ein Konstrukt, das ja die Risikobereitschaft. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn jetzt am Alex zum Beispiel so ein Bungee-Jumping-Turm aufgebaut wäre und Frau Schad lädt alle mal ein, zu springen nach der Veranstaltung, würden einige sagen, ja, yippie, ja, ne? Und ich sage, ach, mein Zug fährt. Gleich, beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, also so, das ist eine Disposition, die bleibt. Ja. So, und das haben nicht nur wir gefunden, sondern andere eben halt auch. Es gibt eine Interaktion. Es ist immer schwer, so Interaktionen zu verstehen. Also, Nutzung der E-Zigarette zur Baseline. Und hier sind dann Initiierungsrate konventioneller Zigaretten, also im Beobachtungszeitraum. Nein und ja. So, das ist hohes Sensation Seeking, das Rote durchgestrichen. Dann würde man sagen, ja, wenn Common Liability zutrifft, die müssten immer, egal ob sie E-Zigaretten vorher probiert haben oder nicht probiert haben, häufiger auch zu Tabakprodukten umgestiegen haben. Aber das ist nicht der Fall. Nämlich diejenigen, die ein niedriges Sensation Seeking haben, haben das höchste Risiko, wenn sie vorher eben E-Zigaretten probiert haben, auf Tabakzigaretten umzusteigen. Das müssen Sie sich so vorstellen. Das ist eine neue Gruppe, die angesprochen wird. Das sind diejenigen, die wir eigentlich schon überzeugt haben. Das sind zum Beispiel Gymnasiasten, wo die Raucherquote ganz, ganz gering war. So, und die sich sicher waren, nee, ich will gar nicht rauchen. Die aber durch die tolle Werbung der Industrie gesagt haben, naja, also das Dampfen ist ja nicht so schlimm und dann ist ja noch Kaugummi und Mango da drin und so. Das kann ja gar nicht so schlimm sein. Die probieren das. Also eine Gruppe, die an sich sehr weit weg ist von diesem Risiko. Und die machen das am häufigsten. So, dieser Befund wird also gestützt durch eine ganze Reihe von anderen Ergebnissen. Das müssen Sie sich bewerten. Jugendliche, insbesondere eben auch mit einem geringen Risikoprofil, werden durch die E-Zigaretten angeschlossen. Aber
Jetzt kommt das zweite Problem, das wir haben. Sprechen nicht nur Jugendliche mit geringem Risikoprofil an, sondern auch Jugendliche, die in Regionen leben, in denen die soziale Deprivation hoch ist. Was ist das nun wieder? Das ist das Robert-Koch-Institut. Wir haben 405 Kreise in Deutschland und die haben einen Indikator gebildet für soziale Deprivation. Also wirtschaftliche floriert es da eben halt nicht so gut. Also je dunkler das ist, desto schlechter ist das. Und das überrascht Sie nicht. So im Osten ist es mehr dunkel. Und wenn man dann nach Baden-Württemberg, Bayern guckt, ist es mehr hell. Ja, so sollte das auch sein. Nun haben wir den Präventionsradar genommen. Das müssen Sie sich vorstellen. Ist jetzt auf Kreisebene. Das ist nicht jetzt auf irgendwie individueller Ebene. Jetzt haben wir im Präventionsradar die 107 Schulen genommen und haben den Wert vom Robert-Koch-Institut zugeordnet. Und dann geschaut, wie ist das jetzt mit dem Rauchen und mit dem Vapen hier links. Und das ist wie die Orgelpfeifen. Ja? Je schlechter das sozioökonomische Umfeld ist in einem Kreis, desto wahrscheinlicher ist, dass ich rauche oder vape. Das habe ich noch nie gesehen. 30 Jahre mache ich voll. Also das ist so ein starker Zusammenhang. Da brauche ich auch gar keine Statistik. Das sehe ich also mit dem Iris-Diagnostik hochsignifikant. Ja, also das und das ist Wahnsinn, ja, weil auch natürlich es ein Gymnasium gibt in diesen schlechter gestellten Regionen. Das ist ein ganz starker Einfluss, den wir haben. Naja, ich wohne auch so ein bisschen ländlich und jetzt mein Edeka bietet sie nun auch an, die Elfbars. Da ist an sich nichts drumherum, nur ein großes Schulzentrum bestehend aus Grundschule, Gesamtschule nennen wir das. Also das sind die, die nicht aufs Gymnasium gehen und Gymnasium, zu alle zusammen ungefähr 1.800 Schülerinnen und Schüler. Die werden mit Bussen vom Land dahin gekarrt und also Schulbusse und so. Und dieser Edeka, der lebt also 200% von den Schülern. Ja, was anderes verkaufen die gar nicht. Ja, und wenn ich das jetzt so lese, jetzt auch bei Grümmi, elf war's, gut. Jetzt will ich Ihnen aber die Frage beantworten und da gibt es verschiedene Antworten. Die Industrie wurde schon gesagt, das Produkt selber wurde auch schon gesagt und Werbung in den sozialen Medien wurde auch schon so ein bisschen gesagt. Die Industrie, ja, das ist persönlich für mich die größte Enttäuschung, die ich jetzt in der letzten Zeit gehabt habe. Ich habe ja lange in Kiel gewohnt, da war Herr Albig Oberbürgermeister und dann war er ja Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Ich war eigentlich Fan von ihm, muss ich wirklich sagen. Er hat meines Erachtens das ganz, ganz gut gemacht. Ne? Er ist ja jetzt Cheflobbyist und jetzt diesen Satz müssen Sie sich mal also zu Gemüte führen. Wir haben lange auf Länderebene für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten lobbyiert, vergeblich. Also treten wir jetzt auch in diesen Markt ein. Ja, und das ist ja so. Also der Marktführer Philip Morris hat ja jetzt eine Einweg-E-Zigarette gerade in diesen Tagen auf den Weg gebracht. Also, gut, jetzt schauen wir uns mal das Produkt eben selber an. Die Kollegin hat es ja schon gesagt. Ne? Also mal Hand aufs Herz, so mittelalte weiße Männer, so wie ich, ja. Jetzt rauche ich schon 30 Jahre nicht mehr, aber wenn ich jetzt rauchen würde, ist das das Produkt, was ich zur Raucherentwöhnung benutzen würde? Also eher nicht, würde ich meinen. Aber okay, es ist ein cooles Design. Es erinnert doch ganz stark an ein Apple-Device, ne? Also so ein Stick. Es hat poppige Farben, hier rosa. Es hat gesunde Aromen, Wassermelone und Kaugummi. Und jetzt sage ich mal, aber Kaugummi? Also welcher Erwachsene fühlt sich durch Kaugummi angesprochen? Ja, also das ist absurd. Und jetzt kommen wir zu den Liquids und eben diesen ganzen Aromen, die da drin sind. Und da gab es eine Internetrecherche eben halt 14.000 unterschiedliche Liquids. Die kann man natürlich auch nicht alle untersuchen. Das ist ja völlig unmöglich. Ne? Aber es gibt nicht, was es nicht gibt, sagen wir mal, an Aromen. Und der aktuelle Wissensstand zu den Aromen wurde jetzt kürzlich zusammengefasst, ist, Aromen erleichtern den Einstieg in den E-Zigarettenkonsum, haben besonders bei Jugendlichen eine konsumfördernde Wirkung. Wer von Ihnen mal geraucht hat und sich daran erinnert, die ersten Rauchversuche sind aversiv. Das kratzt, man hustet. Also da ist nicht viel Angenehmes eben dabei. Schon die damalige Mentholzigarette hat ja geholfen, den Rauchvorgang zu erleichtern. Ja? Deswegen hat Helmut Schmidt selig ja auch fleißig Mentholzigaretten geraucht. Naja, kleine Scheiße. Also, aber sie erleichtern eben das Erlernen des Rauchens an sich.
wenn das nicht so aversiv ist, kann man es auch länger in der Lunge lassen und man kann es auch tiefer inhalieren. Und das führt natürlich dazu, dass die Nikotinaufnahme, aber auch die Aufnahme von potenziell toxischen Stoffen erhöht ist. Ne? Experimentelle Untersuchungen weisen zudem darauf hin, dass das Immunsystem gestört sein könnte oder ist, nämlich es kommt zu Entzündungsreaktionen in der Lunge und im Herz-Kreislauf-System. Aber man muss eben ehrlich sagen, für die Mehrzahl der Aromen fehlen eben toxikologische Analyse und das verwundert eben bei der Vielzahl ja nicht. Ne? Gesundheitspolitische Implikationen eben. Aus guten Gründen sind Aromen schon jetzt in Zigaretten und Tabakerhitzern verboten. Es ist daher aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar, warum da E-Zigaretten ausgeschlossen worden sind. Und im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollte das Aromenverbot auch auf E-Zigaretten ausgedehnt werden. Das ist im Übrigen auch die Meinung dieser vielen medizinischen Fachorganisationen unter Führung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, was sie jetzt gerade auch zum Weltnichtrauchertag oder kurz vor eben publiziert haben. In diesem Paper stehen auch noch so ein paar andere Forderungen drin, können wir ja nachher auch noch diskutieren. Das ist die Einheitsverpackung für alle nikotinhaltigen Produkte. Das ist eben das Verbot der Einweg-E-Zigaretten. Also by the way, die sollen ja über die EU verboten werden, aber was Elfbar machen wird, wird ein herausnehmbares Akku machen. Und ob das dann tatsächlich herausgenommen wird oder dennoch eben so komplett in den Müll wandert, das ist ja nicht mehr das Problem von Elfbar. Es muss irgendwie eine wirksame Regulierung, aber als kleines Deutschland werden wir kaum was ausrichten können. Und Sie haben schon gesagt, man wundert sich eben immer, wo die her das Zeug eben so bekommen. Ich hatte schon tatsächlich mal einen Anruf aus Berlin und wurde gefragt, was man denn gegen die Spätis eigentlich machen könnte, weil da sieht man das immer über die Theke zu später Stunde reichend an Jugendliche. Okay, ja, so ein Punkt, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, nämlich die Werbung über Idole. Ich empfehle Ihnen auch sehr die Seite rauchfreiefilme.de. Da wird zum Beispiel jeder Tatort seit 7 oder 8 Jahren klassifiziert, ob da drin geraucht wurde oder nicht. Können Sie sich das anschauen und stimmt total. Es wird eben halt sehr viel geraucht. Und wir haben also da drin Kinofilme, wir haben Streamingdienste, wir haben dann den Tatort, wir haben die Lola, den Filmpreis, wir haben die Oscars da drin. Können Sie alles so eigentlich, glaube ich, ganz gut eben aufbereitet. Und die neueste Geschichte, wo wir uns so ein bisschen befasst haben, sind Influencer und der Musikkanal. Und das ist jetzt Kylie Jenner. Die müssen Sie eben halt nicht unbedingt. Wer kennt Kylie Jenner? Ah, Sie sind nah dran an der Zielpopulation, das ist gut. Sie haben also mit Jugendlichen zu tun. Hier vorne wurde sich nicht gemeldet, habe ich so mit dem Auge gesehen. Also die hat jetzt knapp 400 Millionen Follower und ist die erste Selfmade-Milliardärin. Ja? Also sieht natürlich klasse aus und kann ihre weiblichen Reize auch entsprechend präsentieren. Aber was sie eben halt auch sonst sehr gerne tut, ist alles Mögliche eben an Inhalationsprodukten dort zur Schau zu stellen. Ja? Und ich frage mich dann natürlich auch, wie die Milliarde so zustande gekommen ist. Tja, nichts Genaues weiß man nicht, aber die Hypothese stelle ich einfach jetzt mal so in den Raum, ohne dass ich sie nenne. Also ein bisschen haben wir uns jetzt Deutschrap mal angeguckt. Wer kennt einen Deutschrap? Ah, scheiße, ich muss zurückgehen, Sie sollen ja gar nicht. Wer kann mir einen Deutschrapper nennen von Ihnen? Einen einzigen. Apache, ja, Nummer 1 mit Udo Lindenberg. Wer kennt das Lied? Wie heißt es? Ja, ach Mensch, Sie sind ein Schatz. Also, sie weiß Bescheid, die Dame. Ne? Ja, also, die sind unheimlich. Also, Apache mit Udo Lindenberg war jetzt die letzten 2 Jahre also immer Nummer 1. Ne? Da sieht man Apache 207. Also, da sind noch so ein paar andere, müssen Sie jetzt alle gar nicht so genau kennen. Aber das sind die Aufrufe in einem Jahr. 261 Millionen Mal. Wie gesagt, ist Deutschrap. Das ist nicht Justin Bieber oder, wie heißt jetzt nochmal, Taylor Swift. Das sind nicht die Swifties, ja? Sondern das sind hier so Leute, ich will nicht sagen wie du und ich, aber die hier halt aus Deutschland kommen. Gut, und da kann man dann mal so gucken,
was sie so gepostet haben auf ihren Insta-Kanälen. Und die haben auch zum Teil eigene E-Zigaretten. Ja. Und hier sicherlich der bekannteste, ja, mein Blog hatte ja jetzt Jubiläum, 20 oder 25 Jahre, ist ja hier ein bisschen weiter, um die Ecke quasi. Sie erinnern sich, ne? Sido, mein Blog, diese in den Etagen. Damals konnte ich das aufzählen, wo die Nutte war und wo der Hausmeister und so. Kriege ich heute nicht mehr zusammen. Aber der hat jetzt natürlich auch eine E-Zigarette. Ne? Haben die alle. Also das geht so und okay, Sido, sind nur so Screenshots. Das ist, also es ist schon Capital Bra, der hat eben halt auch dann so seine Marke. Oder eben Samra, Flair, Haftbefehl, ja. Können Sie alle bestellen im Internet. Ja. Rauchen und Vapen in Musikdose haben eben hohe Expositionsraten. Ja, 261 Millionen Aufrufe. Das muss man ja sehen. Und ich habe, also ich gehöre nicht zu den Aufrufern. Ich habe noch keins davon gesehen bislang. Also das schauen sich doch Jugendliche im Wesentlichen an. Es ist meines Erachtens eben eine große Vorbildwirkung, ja, als Rollenmodell. Und ganz klar doch Kinder und Jugendliche eben als Zielgruppe. Es ist weder jetzt das genaue Ausmaß des Rauchens und Webens oder auch des Alkohol- oder sonstigen Drogenkonsums, Kiffen zum Beispiel, unbekannt, noch eben, was das eben mit Jugendlichen so veranstaltet und macht. Das muss man eben sagen. Aber ich würde schon behaupten, das ist eine Form der indirekten Werbung. Und die ist natürlich ein bisschen schwieriger, auch in der Kommunikation mit den Jugendlichen. Die direkte Werbung ist ja klar. Das weiß quasi, ich will nicht sagen jedes Baby, aber gibt es eine Werbepause, dann wird geworben und dann steht auch Werbung drüber. Wenn ich jetzt aber Kylie Jenner habe, die eben in ihren Posts also lasziv an der E-Zigarette hängt, dann weiß ich als Jugendliche nicht, dass das an sich Werbung eben für die E-Zigarette ist, sondern dann sehe ich nur den Lifestyle. Und gerade wenn ich in der Pubertät bin, dann möchte ich mich ja von den Eltern lösen. Ich wende mich hin zur Gleichaltrigen. Ich brauche Vorbilder. Ich möchte doch irgendwie meine Persönlichkeit jetzt noch weiter herausformen. Alle diese Unsicherheitsfaktoren. Ja? Ich bin jetzt 62, aber ich kann Ihnen sagen, nie wieder möchte ich 15 sein. Ja? Schlimm. Ja, diese Unsicherheiten, die man damals hat, denken Sie zurück an die Zeit. Also so, und wenn man dann eben solche tollen Menschen hat, die man anhebelt und die dann das Vapen so vormachen, dann ist das meines Erachtens für Jugendliche schon ein sehr, sehr starker Faktor. Ja, und ich bin jetzt ganz gut in der Zeit, ne? Nur noch zwei Folien jetzt, oder das muss doch nicht sein. Habe ich jetzt die letzte Folie überschrieben. Also mein Kollege Mathis Morgenstern, der wohnt an der schönen Eckernförderbucht. Und da gibt es, ungelogen, einen Campingplatz, der wird ganz doll hochgerätet. Ist einer der besten Campingplätze Deutschlands, nicht nur Schleswig-Holsteins. Ja? Und da gibt es einen Automaten. Und was ist in diesem Automaten drin? Das sehen Sie natürlich alle möglichen, diese, ja, also Dickmacher, dann haben wir auch hier Softdrinks und hier dann so die normalen Mars Lions und so weiter. Hier unten übrigens das, was man so auf dem Campingplatz so braucht, also neben Tampons, Sonnencreme, Mückenzeug, also was Insektengeschichten und dann hier die E-Zigaretten. Ja, also das muss ich sagen, gut gemacht, ne? Es gibt da eine Alterskontrolle tatsächlich, also Sie müssen sich aus, also Sie können die oberen und die unteren so zieren, ohne dass Sie sich nachweisen müssen. Also wir haben es dann tatsächlich ausprobiert oder beziehungsweise er hat es dann ausprobiert, weil mich das auch interessiert hat. Also das ist schon da. Aber es ist natürlich so, dass das eben halt einfach Werbung für Produkte ist. Ja? Man muss sich das doch so vorstellen, die genervten Eltern auf dem Campingplatz geben ihrem Zögling mal 2 Euro in die Hand, hol dir doch mal was Schönes. Ne? Dann tapert er dahin zu dem Automaten und das ist einfach also Werbung für E-Zigaretten. Und ja, nun freue ich mich auf die Diskussion, die vielleicht nicht ganz so lebhaft ist wie hier in dem
französischen Etablissement oder Café seinerzeit, als es um den Krieg gegangen ist. Aber ja, vielleicht haben Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, nehme ich gerne entgegen. So, für diejenigen von Ihnen, die Fragen haben, die dürfen gerne einmal aufzeigen. Wir haben dort eine Kollegin platziert, die ein Mikrofon hält, welches Sie dann bekämen. Also trauen Sie sich gerne. Hier sind drei Meldungen. Wenn Sie etwas sagen, dann würde ich mich sehr freuen, auch für die anderen, wenn Sie einmal neben Ihrem Namen sagen, aus welcher Richtung Sie beruflich kommen, damit man das so ein bisschen für sich mental einordnen kann. Danke. Okay, ja, also ich habe mit meiner Frage keinen Interessenkonflikt, weil ich leite eine Suchtberatungsstelle und frage trotzdem, die BZGA hat, glaube ich, gestern oder heute ihre Studie veröffentlicht und da stand, der Trend zum Nichtrauchen unter Jugendlichen hält an, seit 2001, glaube ich, und in der Altersgruppe 12 bis 17 sollen, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr 86% oder 87% Nichtraucher sein. Wie kommt es zu diesem Unterschied zwischen den verschiedenen statistischen Daten der BZGA ja. und der anderen Studien? Und meiner Studie jetzt oder anderen Studien, ja, auch DEPRA, auch, sind auch andere Studien. Im Grußwort waren ja auch ein paar Zahlen. Das ist so, epidemiologische Suchtsurvey. Also die unterscheiden sich alle und kommen auch zu unterschiedlichen Schätzungen. Das liegt einmal ganz wesentlich auch daran, welche Methode die verwenden. Also die BZGA hat ja jetzt in der jüngsten Ausgabe bisher nur so ein Faktenblatt veröffentlicht. Also es sind 4 Seiten, man kann also die Studie nicht genau, aber man weiß ja die Vorgängerstudien. Und da findet man zum Beispiel einen ganz, ganz großen Unterschied in der Erhebungsmethode. Mache ich das telefonisch, rufe also an, und Mama geht ans Telefon und gibt dem Zögling dann den Hörer und sagt, jetzt musst du aber mal antworten. Das ist eine Methode, die BZGA macht. Oder es wird computergestützt, so wie DEPRA, also mit Haus, Tür zu Tür eben Interviews gemacht. Ist eine andere Methode. Es unterscheidet sich bei der BZGA schon, ob sie die Stichprobe ziehen nach einer Mobilfestnummer oder nach dem Telefonbuch. Also vor 20 Jahren war eine repräsentative Stichprobe zu ziehen ganz einfach. Da haben sie das Telefonbuch geholt, da haben sie mal die Seiten so gemacht und mit dem Finger drauf gehört und den rufe ich an. Das geht heutzutage alles nicht mehr. Also bei der BZGA sind schon diese beiden Methoden, ob ich jetzt Festnetz nehme oder, aber gleiche Methode in der Befragung oder eine, Handy-Stichprobe. Die Handy-Stichprobe kommt immer zu höheren Werten. So, wir machen jetzt Schulbefragung. Wir gehen in die Schulen rein. Und das ist im Wesentlichen also digital. Wir haben es früher auch so gemacht, dass wir das durch Datenerheber gemacht haben. Jetzt machen das im Prinzip eben die Lehrkräfte. Sie sind aber instruiert, da nicht reinzuschauen. Ich glaube auch, dass die Schüler dadurch, dass jetzt kein Name und nichts an Identifizierung dabei ist, also da ein hohes Vertrauen in diese Situation haben. Und das ist seit Jahren so, dass wir zu erheblich höheren Zahlen kommen. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen auch traditionell. Und ich sage mal, ich reise viel und gehe durch Straßen und gucke mir die Leute an. Und dass zum Beispiel DEPRA meint, dass im Jugendalter ganz, ganz wenig gewaped wird, das kann ich nicht nachvollziehen in meiner Beobachtung. Und es ist auch nicht das, wo mich Leute kontaktieren. Also mein Eindruck ist schon, würde ich sagen, dass jetzt unsere Daten mit dieser spezifischen Erhebungsmethode in Schulklassen reinzugeben, ein sehr viel realistischeres Bild abliefern als die anderen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn Sie jetzt Herrn Ort hätten von der BZGA, der würde sicherlich auch seinen Datensatz auch gut. Ich bin auch nicht gegen diesen Datensatz. Es ist ja so, das sind ja immer Schätzungen. Und es gibt eine untere Marge und es gibt eine höhere Marge. So, und ich würde sagen, wir klopfen eher an den höheren dran, die BZGA an dem unteren. Wahrscheinlich ist in der Mitte irgendwo der wahre Schätzwert, ja.
Aber ich meine eben, dass wir eine besonders gute Methode haben, um zu ehrlichen Antworten zu kommen bei den Schülerinnen und Schülern. Und dann sind natürlich eben die Stichprobengrößen. In der letzten Erhebung waren es eben 23.000. Im Vergleich jetzt zu BZGA hat 7.000 insgesamt. Wenn man die Jugendlichen mal rausnimmt, sind es 3,5. Also haben wir 3,5 gegen 23.000. Und klar, Repräsentativität ist immer so eine Sache. Aber je mehr Leute man drin hat, desto repräsentativer wird es oder desto genauer wird eigentlich die Schätzung auch irgendwann mal. Die wir natürlich auch adjustieren um alles Mögliche, das ist klar. Also es ist nicht so einfach. Deswegen, ich nehme auch dieses Wort repräsentativ nicht so gerne in den Mund. Aber für 23.000 Leute kann ich sagen, dass das die richtigen Daten sind. Also jetzt, könnte man böse sagen, die BZGA verharmlost das Problem. Nein, das würde ich jetzt so nicht. Ich würde da keine Motivation unterstellen. Das ist ja gut, dass wir können ja stolz sein, dass wir die BZGA, die erhebt das seit 73 oder Anfang der 70er Jahre. Andere Länder beneiden uns darum. Die würden sicherlich heute einiges anders machen. Sie haben auch, das Rauchen wird auch speziell erfasst, also als Selbstdefinition bist du gelegentlicher Raucher. Wir fragen heute, hast du in den letzten 4 Wochen geraucht? Das würde die BZGA wahrscheinlich heute auch so machen. Aber sie haben das mal so angefangen. Und dann ist das als Trendstudie natürlich eben unscharfer. Ich würde auch gar nicht so sehr jetzt sagen, wie ist die eigentliche Höhe? Das ist uninteressant aus meiner Sicht. Interessant in diesen verschiedenen Querschnitten, und da sind die ja stark, ist eigentlich den Trend aufzuzeigen. Und den haben sie doch gesehen. Und der, glaube ich, den können Sie nachvollziehen, wenn Sie hier irgendwo in den Park reingehen und gucken, was wird da konsumiert. Vielen Dank für diese Antwort. Ich würde Sie bitten, noch einmal, die Dame neben Ihnen hatte sich noch gemeldet. Meine Aufgabe ist nicht nur dankbar, denn ich muss auch die Zeit im Blick behalten, weswegen ich Ihre Frage gern noch hören würde und die anderen Fragen auf die Abschlussrunde, die wir noch haben werden, dann verschieben wollen würde, damit die nicht untergehen. Schreiben sich die gegebenenfalls auf, nur damit wir nicht schon in Zeitnot kommen, bevor wir überhaupt weit vorangeschritten sind. Ich habe 2 tatsächlich. Eine ist kurz. Warum macht man nicht einfach Pfand auf die Vapes? Weil dann würde sich das Problem vielleicht schneller lösen lassen. Und die zweite wäre, es wurden ja jetzt wenn ich alles richtig verstanden habe, wurde eine Studie gemacht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man anfängt zu rauchen, wenn man vorher gewaped hat. Aber es wurde nicht untersucht, wie viele weiter vapen oder komplett wieder aufhören. Das wäre ja auch interessant. Aus meiner Sicht. Ja, gibt es auch eine Studie dazu, könnte ich Ihnen zusenden. Also wer im Jugendalter eben mit dem Vapen begonnen hat, hat keine gute Prognose. Entweder steigt er um oder er bleibt dabei oder er macht Dual Use. Nur der geringere Teil hört dann eben auf. So kann man das grob mal zusammenfassen. Ne? Wobei das eben sind ja immer wenige, es sind nicht alle Jugendliche, die das probieren. Das muss man eben auch immer so im Blick haben. Aber das Vapen ist nicht eine einmalige Geschichte, also der Outcome ist eigentlich eher negativ. Haben Sie noch eine Idee zu der Pfandfrage? Ach so, zu der Pfandfrage. Ja, natürlich, das wird die Dinger teurer machen. Und da müssen Sie mal die FDP fragen an Steuern und so weiter. Dann kennen Sie die Antwort. Es ist ja genauso wie... Theoretisch könnte das ja einfach entschieden werden. Ja, warum lassen wir die Aromen noch zu in den E-Zigaretten? Also es gibt doch offensichtlich eine Lobby, die dafür lobbyiert, das eben so zu lassen, damit die attraktiv bleiben. Ja, also warum verbieten wir nicht die Einweg-E-Zigaretten vor der EU? Haben andere Länder schon gemacht, ist machbar. Wir sind immer die Letzten. Wir kriegen auch noch nicht mal hin, das Rauchverbot oder rauchfreie Zone Auto, wenn Kinder dabei sind, ne? Also sind alle sich einig, nur die FDP möchte das nicht, weil ja jeder freie Mensch dann frei auch andere malträtieren kann durch das Rauchen. Das ist ja klar, dass das möglich ist. Also wir hängen hinterher und ich führe das zu einem Gutteil eben auf gute Lobbyarbeit der Industrie zurück, die die Politiker in die Mangel nimmt. Auch die Tage werden ja gesponsert von der Zigarettenindustrie. Also es ist wirklich eine unendliche Geschichte.